Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr habt es mit Sicherheit schon im Titelbild, Thumbnail, wie auch immer, gesehen und euch gedacht, was ist Käse-Currywurst? Wie soll denn das schmecken? Zeige ich euch. Meine Frau war auf dem Weihnachtsmarkt und hat sich dort auch Käse-Currywurst bestellt. Und ich dachte mir so, was, das kann nicht schmecken. Aber doch, man kann auch eine Käsesoße mit Curry verfeinern und kann daraus eine Käse-Currywurst machen. Klingt komisch, ist aber so. Wie das geht? Logischerweise übelst schnell und übelst einfach. Was wir dafür brauchen, sehen wir gleich. Und ab! So, was haben wir hier? Handelsübliche Bratwürstchen. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ob ihr Bockwürstchen, Bratwürstchen nehmt, ist mir eigentlich vollkommen egal. Mir schmecken Bratwürstchen dazu, also nehme ich Bratwürstchen. Dann hier drüben schon eine Gewürzmischung mit 2 Teelöffeln Curry, einen halben Teelöffel Pfeffer und 1 Teelöffel Salz. Wer das Ganze dann noch ein bisschen schärfer will, ja, der kann sich dann halt noch ein bisschen was dran machen, logischerweise. Dann 2-mal Schmelzkäse, was ihr dafür welchen nehmt, ist auch euch überlassen. Ich habe jetzt hier in dem Fall Gouda, ein bisschen Milch, so ein bisschen was zum Umrühren und Öl. Das Ganze machen wir auf dem Seitenkochfeld. Ja, ich habe den Grill mal gedreht. Kannst du jetzt so ruhig kurz hochschwenken zu mir? Ich habe den Grill mal gedreht. Ob es so besser ist, weiß ich noch nicht. Weil ändern wird sich das Ganze sowieso. Und dazu später mehr. Den Grill habe ich jetzt hier schon auf halber Flamme. Ja, halbe Flamme vorheizen lassen. Da hauen wir schon mal die ganzen Bratwürstchen. Hier an der Seite drauf. Du auch. Da muss ich ja nicht viel machen, da muss ich noch ein bisschen drehen. Gut. Seitenkochfeld an. Und warm werden lassen. So, wenn das Öl warm wird, mal den Käse hier rein. Man merkt, oder? Das Öl war schon zu warm. Die zweite Packung. So. Lass das Ganze erstmal schön soßig werden. Gebt dann die Milch dazu und die Gewürze, logischerweise. So, warte, gucken wir gleich noch hier drüben. Ne, das kann man. So, was dann anfangen möchte zu kochen, reduzieren wir die Hitze ein bisschen. Die Milch haben wir jetzt schon drin. Geben wir der ganzen Sache ein bisschen Farbe. Gelber Farbe. So, dann müssen wir hier so reinfüllen, wie sich das Ganze verändert. Rühren wir die Gewürze mal schön unter. Die haben wir auch schön gedreht. Und sehen uns. Nö, beim Kosten noch nicht. Wir uns gleich. Moment. So, hätten wir es fertig. Das ist dann hier so eine richtig schöne, mucho wackelige Pampe. Holen wir uns mal ein Würstle. Ja, heute nur mal mit Toast.
Muss auch mal sein. Geht auch mal. So. Zack. Und zack. Das sieht schon legendär und geil aus. Kann man nicht sagen. Du bist jetzt ruhig. War der Akku alle? Naja, kann man nicht machen. Kostet man das ja sehr. Nehmen wir es erstmal von der Soße. Ja, sobald die kalt wird oder kälter, wird die natürlich wieder fest. Ja, schmeckt übelst geil. Aber es qualmt noch. Das ist so ungewohnt für den Kopf. Zu wissen, dass man eigentlich Currywurst isst, da aber noch Käse mit dabei ist. Dieser Käsegeschmack und dieses Curry, das ist so, boah, weiß nicht, unbelievable, unbeschreiblich, aber dennoch. Übelst geil. Ey, Wahnsinn. Also, ich würde sagen, ich bin für heute raus. Kleiner Spoiler für nächste Woche. Jetzt ein übelst geiles Sandwich, was schnell, einfach und lecker. So wie immer. Geht. Jetzt setzt du so richtig, so richtig diese Bausteine, die so runterfallen. Klack, 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 Wort für Wort. Meine Güte. Ja, um das nicht zu verpassen, würde ich euch vorschlagen, den Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, ich bin raus. Macht's gut.